Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge Tech Town. Heute ist was? Donnerstag? Nee, Leo, ich muss dich korrigieren. Lagtown. Lagtown. Ach, stimmt, ja, genau. Und du. Hey, bei mir gerade leckt's nicht. Leo leckt. Was? Ich, meine Stimme leckt? Ja, so ein bisschen. Ja, ein bisschen ranzig bist du bei mir. Aber ey, mal eine ganz andere Frage. Andi, ganz kurz, eine Zwischenfrage. Andi, wie kriege ich das hin, dass ich keinen Fallschaden mehr kriege? Mal und guck mal bei den Beinen. Bei den Schuhen ist da so ein Ding. Ja, Schockabsorber oder so. Genau. Wie Däum sofort einmischen will. Ja, hab Andi, ich das, was von Ike, von Däum nur ganz laut. Das geht. Leo, geht das? Ach so, der, yo. Oh, ja, kann man? Ich muss ich mal auch einbauen. Ey, ich will auch Netz, ich will auch Treuepunkte sammeln. Ja, genau, pass auf. Am besten die Kabel nach hinten legen, weil ich brauch Platz für die Pipes. Weg damit. Was jetzt? Ich hab die Chest frei. Wo kann man hier runtergehen bei dir? Ah, ja. Ja, sicherlich. Sehr schön. Genau, also Andi? Solange ihr irgendwie noch, wir machen gerade ein paar Engines fertig. Der ist einfach. Und was machen wir jetzt mit der Rubber Tree Farm? Wollen wir erstmal noch dieses Ding vergrößern da? Weil, na gehen, müssen wir ja nicht, haben wir jetzt ja festgestellt. Es geht ja so schnell nachher. Woran mangelt es jetzt noch, Leute? Ihr habt doch den Überblick. Ich speichere gerade Rezepte massig ein. Was denn sonst? Herausgenommen. Arthur Kax, bitte nicht so hart wie Zander. Ey, wir haben übelst viele Solarpanel, ne? Ja, die lass auch erstmal einfach alle drin. Wir produzieren die gerade da einfach nur. Ey, Leo. Ja? Wenn du dann weggehst, hast du eigentlich ein gutes Buch dabei. Ich wollte mir noch von Lev Nikolajewitsch Tolstoi Krieg und Frieden mitnehmen, ja. Das klingt nach einem Buch, was einen Nobelpreis bekommen hat. Ich weiß gar nicht, ob der einen Nobelpreis gekriegt hat. Auf jeden Fall, Aber ich kenne den Typ, der schreibt anspruchsvolle Bücher. Ja, er hat auf jeden Fall, und er hat auch zum Beispiel... Ich meine, eigentlich lese ich sowas nicht, aber ich fand den Typen und so seine... Aber wenn du schon mal weggehst, dann mal was Anspruchsvolles. Genau. Aber ich kenne den auch. Ich kenne den auch, ich habe den auch schon gelesen. Ja? Bist du bescheuert, Alter? Sehe ich so aus, als würde ich Bücher lesen? Ja, ach nee, ne? Dachte ich ja, du siehst nicht unbedingt so aus, als ob du lesen könntest. Echt? Ich auf jeden Fall habe ich genug Zeit, was zu machen und mich zu bilden und solche Sachen. Also, hier, es fehlt Copper. Ach, so eine Rotze, Mann. Was denn? Wir haben keinen Copper mehr. Ja, wir auch nicht. Ach, laber. Wir auch nicht? Ohne Witz, wir brauchen dieses scheiß Dance-Ohr. Junge, die ganzen Zuschauer haben alle geschrieben, ihr habt Dance-Ohr schon und wir finden es einfach nicht. Habt ihr das irgendwo? Nee. Ihr habt bestimmt eure eigene Welt aufgebaut, ihr Spacken. Dance-Ohrs. No, we don't have them, Dance-Ohrs. So heißt es schon so ein Club, wo Zander immer hingeht. Andi, warum produzierst du überhaupt schon die ganzen Solarpanels? Warum produzierst du mich so, Andi? Weil wir keinen Copper haben. Setz mal lieber die Dings um. Die was? Query? Warum ich? Ich kann das nicht. Na sicher kannst du, das hast du schon mal. Alter, wir haben 126 Nuggets. Warum wir denn Nuggets? Nuggets? Baguette? Ich hab heute Käse-Nuggets gegessen. Haben wir irgendwo einen Maschinenblock rumliegen, Alter? Was ist denn Käse? Ja, das versuch ich auch gerade die ganze Zeit zu bekommen. Naja, eigentlich war es kein Käse-Nuggets, eigentlich war es Backen. Ah, so, das ist meine. Nein! Boah, Junge! Alter, warum ich brauch den für das Kraft-Rezept. Der ist ja schon wieder weg. Wegen Andis Scheiße oder Pizza. Du sollst die Kacke nicht anfangen. Ich fahr auch gar nichts mehr an. Was brauchst denn du? So. Ich brauch Maschinenblock. Leo, hast du schon wieder ein Medium-Ding requested? Einspeichern. Nee, jetzt gerade nicht, nee. Das wo ist unser ganzes Rubberzeug hin? Zander, warum hast du 19 von diesen Solenoid-Dingern bestellt? Hab ich nicht. Ich hab noch ein bisschen was an die. Hey, wer hat die denn sonst angefordert? Ich hab 2 Stück angefordert. War alles? Nee, wir haben doch noch 4 noch was. Und du kannst auch, wir sind immer nachfragen. Wir haben so viel Blütenwetter. Ich hab, ohne Scheiß, ich habe nur 2 Stück angefordert. Die habe ich beide im. Seid ihr noch da? Wer ruft Alter, jetzt wen was? Was war das denn gerade? Was ist denn, Alter? Ach. Ja, irgendjemand funktioniert hier wohl. Wer hat nachgefuhrt? Ey, aber das klang nicht so aufgenommen, sondern das klang richtig krass, so intern und so. Wir brauchen Copper. Ja, warte mal, du kannst bei Skype irgendwie diese komische Nummernanzeige anstellen. Ich weiß gar nicht, wo das ging. Ja, aber warum gibt's diesen komischen... Warum? Warum hören wir das alle? Das ist, wie wenn du telefonierst. Das ist Däum. Oh, danke, so lustig. Däum freut uns wieder. Ey, habt ihr Copper bei euch? Andi, du bist ein Lappen, du hast versagt. Andi, du bist ein Spast. Hässlicher Spast, lass ihn rauswerfen. Hey, warum, was ist denn? Weil du es verraten hast. Hä? Ja, und dich hat Zander, Leo und Eike nicht gerafft. Ja und? Ich bin halt nicht so assi. Ich unterstütze weniger... Begabte Menschen. Was soll das denn heißen? Das, was es heißt. Lese erstmal ein gutes Buch, Andi, von Tolstoi. Echt mal, echt, ihr seid so ungebildet, ey, ohne Scheiß. Ungebildet, LP, ey. Ja, wollte gerade sagen.
Ich könnte mal glatt noch einen neuen, noch einen weiteren Kader machen, der noch mit un anfängt. So. Sander, was machst ich du? Ich hab euch mal 10 genau. Kopper weggenommen. Wir können einen Kanal machen, ungeschützt. Leo, ich rape euer Kopper auch noch ein bisschen. Und darauf erklären wir. Nein. Die erste Ableitung. Eike, du profitierst doch auch davon. Wieso? Seit wann das denn? Ja, ich hab dich doch seit wann das denn? Das ich hab dich doch angeschlossen an die Solar Panels. Warum tust du das? Aurele! Ja, aber man bekommt ja noch keinen Strom. Noch kommt überhaupt kein Strom. Ja, ich muss natürlich erstmal investieren in ein Projekt, damit du auch was rausholen kannst. Aurele! Ja, dann investier mal. Ja, aber warum geben wir denn jetzt denen was ab? Weil die uns das ganze Rubber und alles gegeben haben, du Horst. Ja, aber Rubber ist doch nichts wert. Du verarschen, natürlich. Digga, du willst immer mit Bambus handeln und sagst, Rubber ist nichts wert? Jetzt ist ein Bambusbauer. Ist so. Echt mal, Eike hat voll recht. Du hast ein verschrobenes Weltbild. Was ist das? Wieso hast du dich denn nach unten gegraben? Ich wollte, meine Schuhe konnte ich nicht aufsammeln. Dann habe ich da ein Loch gebohrt, dann bin ich da nicht drauf. Und dann auf einmal geht's da 10 Kilometer nach unten. Das ist nicht sicher. Das ist nicht sicher. Was war das denn jetzt? Okay, mach das Loch bitte nicht zu. Jan, ich habe ein paar Stacks Kupfer, wir können weiterarbeiten. Was brauche ich noch? Oh, das ist zum Kotzen. Hört den Rasenmäher, hört den Rasenmäher. Nee. In meinem Kopf. Nee. Kannst du den Rasenmäher hören? Dann geht den Andi stören. Nein, gut. Dieses Servomotor, davon brauche ich zwei, Alter. So, Medium ist eingespeichert, jetzt kommt Moment. Alles klar. Ey, kann mir bitte einer mal sein irgendwas ausleihen, womit ich fliegen kann? Sonst kann ich meine Schaf holen. Irgendwo ein Schaf töten. Ah, ich hab von Jetpack, danke. Leo, habt ihr irgendwo Schafe? Kein Ding. Nein, wir haben kein Stil. Aber wir können Wolle requesten. Ja, wir können alles requesten. Wir haben so viel UU-Matter, wir sind so übelst rich, ey. Wir sind overrich. Übelst rich. Ich suche Schafe, ich brauche eure Hilfe nicht. Ich jetzt keinen Schaf. Brauche eure Hilfe nicht. Ey, wieso fragst du uns und dann tust du so, als ob und so? Was soll das? Ich hab gefragt, ob ihr Schafe habt. Nicht, ob ihr Wolle habt. Ja, aber du. Ich hab ein Schaf. Warum willst du Schafe? Ich Wolle brauche. Ja, aber ich kann dir doch auch Wolle geben. Das ist ja so ein Paradox hier, ey. Oh, ich hab mir Wolle geholt, ich brauche eure Hilfe nicht, ich bin autonom. Ja, was ist jetzt, wie bin ich resistent gegen Lava? Resistenz? Gar nicht, Schutzschilde, Zander. Nur Schutzschilder? Ja, einfach möglichst viel Rüstung reinballern. Aber wenn du empfindliches Zahnfleisch hast, dann hol dir Sensodyne. Ja, aber das ist schon gegen Zahnfleisch. Du bist so ein Lappen, ne? Oh Mann! So. Also eigentlich, ich hab jetzt alles fertig. Es muss nur noch angeschlossen werden mit Gold-Cablen. Gold-Pipes. Ja, haben wir welche? Ja, das weiß ich auch nicht. Gold das Transport ist nicht in meinem Wissensbereich. Den Electric Circuit haben wir und Energy Crystal. Ist Energy Crystal eingespeichert? Ja. Ja. Nee, zumindest also Laboratorien ist immer noch Glowstone. Ja, ich hole gerade. Und Carbonplatten fehlen uns. Haben wir Carbonplatten nicht eingespeichert? Alter, ich echt das gerast, ja? Hey? Mir fällt gerade mehr oder weniger direkt durch mein Zimmer durch. YOLO. Wer? Der Rasenmäher. Wird das eigentlich instant gecraftet mit eurem super coolen neuen Lagersystem? Es wird instant gecraftet, aber manche Sachen warten halt auf den Ofen. Wenn wir den Prozessor stärker machen würden und mehr Öfen und alles, dann ja. Ja, aber ich meine, hätten wir jetzt AMD, wäre es noch langsamer, aber ist halt die Sache, was du gegen hast. Wir sind ja Intel-based. Oh ja. Intel Inside war. Wir haben auch extra darauf geachtet, dass die überhaupt. Intel Haswell. Das sind einfach die drei, ne? Die halten so derbe zusammen, da kannst du sagen, was du willst. Egal ob AMD. Nur mal angenommen, jetzt ich möchte auf, nur mal festhalten, dass mein Gehäuse von Nvidia geplant ist. Ich weiß jetzt schon, was gleich als Antwort kommt. Aber ja, das ich sage es trotzdem. Moment. Wenn AMD den besten Prozessor aller Zeiten rausbringen würde, ist er trotzdem scheiße. Ich habe jetzt auch. Traurig, aber. Das war ein Paradox, das kann gar nicht passieren. Genau auf diese Antwort habe ich gewartet. Ich wusste, dass es kommt. Ich wusste, dass von Dolm kommt. Das kann ja gar nicht passieren. Weil AMD kann das. Sander, ich erkläre dir auch wieso. Guck mal, AMD, die machen Prozessor irgendwie 8 oder 16 Kerne, was weiß ich, 5 GHz und ist trotzdem schlechter als ein normaler Quad-Core von Intel. Die machen hier dicke, ja, ich bin Berserker und ich mach dich in den Kerker. Aber nee, Intel ist smart und tritt dich in den Arsch.
Kannst du das? Komische Kerne ist trotzdem scheiße. Scheiße, warte. Die Thread-Verwaltung okay, also, für den Arsch ist. Haben wir überhaupt noch Pulver? Haben wir überhaupt noch welches da? Und? Ja, ich mache doch gerade Zander. Und für. Zander sind meine. Nein, einer davon ist meiner. Halt die Schnauze. Ja, aber zwei davon sind meine. Einer davon ist meiner, den habe ich ja gefordert. Ne, aber guck mal, Kupfer und Tin ist komplett verarbeitet. Aber die werden trotzdem nicht nach unten rausgezogen. Ist mir aufgefallen, oder? Dass man sich an der Seite View bei Stored Items anzeigen lassen kann, was craftable ist und was nicht craftable ist? Ja, natürlich. Du kannst umsteigen, genauso wie bei. Obwohl, nee, warte, du hast recht, oder? Ich guck nochmal so, rein. So, es ist jetzt das HV-Panel von Anfang an eingespeichert. Das heißt, wenn alle Ressourcen da sind, müsste es jetzt funktionieren. Für die Carbon-Plate. Ja, dauert, ne? Andi, wie weit bist du? Ja, dauert, ne? Ich produziere jetzt einfach mal ein HV-Ding. Das ist das gleiche, als wenn man jemanden fragt, ey, Eike, wann bist du da? Auf dem halben Weg. Ja, ist total busy. Ja, genau. Wie lange brauchst du? Ich bin auf dem halben Weg. Ja. Ja, das können ja auch so. 200 Kilometer sein, ne? Ja, aber weiß nicht, vielleicht war Eike ja gerade in Flensburg. Okay, Andi, Flensburg. Sag mal, warte mal, ich muss mal nochmal gucken. Ich brauch diesen scheiß Iron-Dingens. Ja, mach ich, Zander. Ich werde das Ding einfach vorbei. Wieso funktioniert das nicht? Bin ich... Okay. Warte mal, ich muss nochmal nachgucken. Leckt der Server so. Warum leckt der Server so? Warum leckt der so? Ist echt spannend zuzugucken, wenn er so ein HV-Panel craftet. Total. Dass du nicht haben wir schon eins? Hä, wir haben wir schon eins? Das baut er gerade. Jo. Das kriegt ihr doch nie im Leben hin. Er wartet immer noch auf Cooldust. Er muss erstmal ein bisschen. Alter, eure Islands-Raster, ne? Ey, ich hab eine geile Idee. Ich brauche nur Carbon Plates und die mach ich doch gerade per Hand. Ja, die könnte ich auch gleich einspeichern, du Lappen. Unnötig. Warum packen wir eine Induction Furnace? Das kann man gar nicht übertakten. Naja, doch, diese Overclocker-Dinger könnten da noch. Aber Induction Furnace kann man gar nicht Overclocker reintun. Ja, manche haben keinen Slot. Wir haben keine Slots. Ey, Singularity-Prozessor? Das was würde ja heißen, ich kann damit Dance Copper anfordern. Tu nichts, was du danach bereuen würdest. Übrigens ist hier bei deiner komischen Testgeschichte draußen was passiert. Ja, weiß nicht. Was hier denn? Ist Weizen gewachsen und noch was anderes, glaube ich. Ja, das weiß ich schon, das kenne ich schon. Ich bin gespannt, was das hier wird und was das ist. Scheiße, Alter, ja, das ist doch warum. Was Neues. Kacke. Wir müssen noch Golden Transport Pipes nehmen, oder nicht? Aber es ist kein, das weiß ich. Oder ist der Output einfach nicht nach unten? Strom drauf. Warum? Nein, lass es einfach. Gibt's keinen Output nach unten? Du bist überhaupt kein Lehrer. Wenn ich dich frage, warum, dann möchte ich nicht von dir hören, lass es einfach stehen, sondern warum? Und dann sagst du mir, warum ich das stehen lassen soll. Versuchst so ein Ding mal rechts dran zu machen. Eigentlich bin auch so einer, der das Kind fragt, wie geht das? Und er sagt, dafür bist du noch zu klein. Ist auch so. Nein. Zander auf zu brüllen. Nee, warum? Scheiße, ich glaube, Zander, du nervst überhaupt nicht, du brüllst auch nicht. Wollte ich jetzt sagen. Andi, du. Deine Stimme ist Musik in meinen Ohren. Doch, Eike versteht nichts. Eike versteht nichts, weil er sein Gehirn zu kriegt, um das alles zu verarbeiten, was wir gerade alles. Warte. Nee, ihr seid zu laut. Fick dich. Strom unten, Pipe hinten. Ja, willst du es vorher testen oder vermutest du das? Kian, hier fehlt aber noch so einiges. Ach, so wie vorher war. Was? Aber Leute, der Server leckt so unendlich. Warum leckt der so? Du wiederholst dich. Kian, man kann immer noch keinen Dense Copper anfordern. Nee, ist richtig, weil ich den noch nicht eingespeichert habe, seitdem der da hinten angeschlossen wurde hier. Hallo, ihr Menschen. Ja. Warum leckt der Server immer noch sowas? Weiß nicht, vielleicht liegt's daran, wenn wir was Anstrengendes craften, aber ich weiß es ja schlichtweg nicht. Was oft genau? Ihr habt seitdem euer blödes Teil da ist, funktioniert nämlich nichts mehr erst im ganzen Server. Nein. Die Abstürze, wo ihr immer wieder mir geschrieben habt, dass er abgestürzt ist, das war vorher. Ach Quatsch. Falsch. Ja, aber wir hatten währenddessen wenigstens keine schlechten Leistungen. Andi. Ich glaube einfach, es ist zu viel auf einmal. Carbon-Dingern. Ich möchte nicht auch noch welche craften, wenn du schon übelst viele machst. Ja, es ist doch schon drin, er craftet jetzt. Däum, was wolltest du machen? Danced Copper Plates? Genau. Gott. Ja, warum steht hier RI offline? So schlimm nichts. Und wo mein Name eigentlich mal stand. Ey, da wollte ich eigentlich RIP. Ja, genau, ich brauch das Pressi und ich brauch die Module. Meinst, du hörst ja auf. Ja, habe ich gerade rausgeschmissen. Als ich aufgehört habe. Zwei Stück? Zwei Module? Vorher. Nee, hatte nur eins. Richtig. Ach so, ja, eins ist noch dran, okay. Ja, aber ich kann ihn nicht mehr aufnehmen, so langsam. Oh.
Nein, wir brauchen Advanced Alloy. Sander, wir brauchen Advanced Alloys. Sind die eingespeichert? Könnt ihr überhaupt arbeiten? Das funktioniert nicht. Ja, Advanced Alloys habe ich, glaube ich, habe ich eingespeichert. Ja, sehr gut, dann werden die gleich gekauft. Wie weit sind wir eigentlich schon? Oh Junge. Wir müssen. Alter, eine Keine Sache Ahnung. Müssen wir echt mega ändern. Wir müssen einfach mal unsere Ressourcen mal irgendwie aufstocken. Ja, zum Beispiel könnte man wieder die Query umsetzen. Ja, und die auch noch anschmeißen, das ist eine gute Idee. Ja, geiler, ne? Scheiße! Ich weiß, warum vielleicht. Warum? Hast du noch ein Jesse? Weil der Server auf einem AMD-Prozessor läuft! Nein, Alter, Nitrado hat nur Intel, du Scheiße. Echt AMD? Falsch. Nitrado das ist falsch, postet doch immer, dass sie Intel i7 haben. Ja, unter anderem. Für die teuren Server, aber die billigen laufen nicht. Tut mir leid, warum habt ihr denn billige Server? Die werden doch gespawnt. Weil wir den gestellt kriegen. Nein, stimmt leider nicht. Wir sind auf dem besten Server, den es gibt. Nein, es gibt mehr. Es gibt echt mehr. Man kann 6 GB Arbeitsspeicher haben. Nicht mit. Wir haben nur 4. Nicht mit 16 Slots, glaube ich. Echt nicht? Ich glaube nicht. Oder vielleicht haben die es geändert, weil das Interface Dings wurde sowieso mal geupdatet. Vielleicht okay, ist jetzt, eigentlich, ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich würde jetzt gerne mal mein eigenes Ja, ich würde auch gerne mein eigenes Fass haben, weil ich würde endlich diese behinderten Boots da installieren. Also seit Beginn... Oh, Tadetti, ich kann auf 8 GB upgraden. Wollen wir das gleich mal machen für die nächste Woche? Ja, mach mal. Ja. Weil YOLO, ne? Ja, Mann. Weil es dann besser läuft. Arm, aber sexy. Boah, Alter, wann kommt dieses Teil endlich an? Bitte. Ich will's auch haben. Jetzt, der liebt gerade was. Wolltet ihr jetzt okay, also ich werde jetzt an dieser Stelle die Folge machen für uns alle und mich würde brennend interessieren, was ihr so für Prozessoren gut findet. Und jetzt lasst euch nicht von der Meinung hier von Däum, Kilian und Andi beeinflussen. Hey, ich leg mal ganz kurz auf, damit ich hier von dir ungezwungen rede. Nein, also Leute, Andi, halt doch mal deine Schnauze. Andi, halt echt mal die Schnauze, schon haben wir was Wichtiges sagen. Schreibt in die Kommentare, was ihr so für Prozessoren am besten findet, also Intel oder AMD. Und ich würde mich freuen, wenn ihr was da reinschreiben oder würdet und dann haut da rein. Bis zum nächsten Mal und am Ende bleibt uns wie immer nur noch zu sagen. Hört euch ein Abo oder lasst das bleiben. Kommt euch den Intel-Prozessor. Zum nächsten Mal.